Guten Abend. Wir haben wieder eine neue Veranstaltung unserer Reihe Dresdner Vorträge zur Wirtschaftspolitik, diesmal mit sehr vielen Teilnehmern. Das ist offensichtlich naja, verlockend, wenn sowas online angeboten wird, dass sich dann auch mehr Leute melden, vor allem auch aus anderen Teilen Deutschlands. Heute können wir als Gast begrüßen Herrn Professor Markus Taube aus Duisburg. Ich sage gleich noch was dazu. Zu einem Vortrag über die naja, chinesische Volkswirtschaft und ihre Einbindung in die Weltwirtschaft. Zunächst zwei, drei Sachen zur Technik. Also ich würde Sie alle bitten, ja, Kameras und Mikros auszulassen, solange Herr Taube gleich spricht. Das Zweite ist, wir würden den Vortrag von Herrn Taube aufzeichnen, um ihn hinterher in unsere Mediathek einzustellen. Die Diskussion hinterher nicht, weil naja, aus Datenschutzgründen, aber zumindest den Vortrag, nur damit Sie es schon mal wissen. Und ja, hinterher für eine Diskussion nach ungefähr 45 Minuten würden wir es so machen, dass wir es über den Chat laufen lassen, also dass Sie Ihre entweder Wortmeldungen in den Chat stellen, dann würden wir Sie aufrufen, auch mit Bild dann gerne und auch mit Mikrofon, oder eben, dass Sie Fragen in den Chat stellen, die wir dann, der Herr Thum und ich, gemeinsam dann hier in die Diskussion einbringen würden. Diese Chat-Funktion, wenn Sie die machen, stellen Sie bitte so ein, dass es an alle geschickt wird und nicht nur an den Host. Das gibt sonst möglicherweise hier Probleme, dass wir was übersehen. Nun, jetzt zu unserer Veranstaltung. Also, Professor Dr. Markus Taube haben wir heute eingeladen zu uns. Herr Taube ist Inhaber des Lehrstuhls für Ostasien, Wirtschaft und China an der Mercator School of Management in Duisburg-Essen. Weiterhin ist er Direktor der NE School of Advanced Studies eben an dieser dortigen Universität und Co-Direktor des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr. Es ist, nachdem ich mir das angeschaut habe, offensichtlich einer der herausragenden Experten für China, für Südostasien. Und deswegen freuen wir uns besonders, dass er heute unserer Einladung gefolgt wird und einen Vortrag halten wird. Ja, damit kann ich direkt schon einsteigen oder das Wort direkt an Herrn Taube übergeben. Also vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und das jetzt hier machen. Und jetzt haben Sie das Wort. Jawohl. Ja, haben Sie vielen Dank für die freundliche Einführung. Ja, ich freue mich sehr, beim IFO mal Vortrag halten zu können. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist, aber ich habe tatsächlich nach meiner Promotion zuerst habe ich beim IFO gearbeitet. Das war mein erster Schritt und dann ging es weiter. Ja, war eine sehr gute Zeit. Danke. Was ich heute Ihnen vorstellen möchte, ist eine Darstellung dessen, was momentan in China passiert, was für eine Struktur wir haben. Ich nehme an, dass Sie alle zur Gänze informiert sind, was wir momentan an Konjunkturdaten in China haben. Ich möchte mich damit gar nicht aufhalten, weil wir haben ein V-Wachstum nach der Krise. Die chinesische Volkswirtschaft ist wieder am Boomen. Sie hat letztes Jahr mit über 2% Wachstum als einzige größere Volkswirtschaft der Erde positive Wachstumszahlen generiert. Dieses Jahr gibt es sogar Stimmen, die bis zu 10% voraussagen. Ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, das ist zu viel. Aber wir liegen bestimmt über 6. Alle Indikatoren, die für uns wichtig sind, zeigen nach oben. Also die chinesische Volkswirtschaft ist definitiv aus der Krise rausgesprungen, ist rausgehüpft und ist vielleicht der große Gewinner. Aber darüber können wir uns gerne nachher noch ausführlicher austauschen. So, ich versuche mal meine Folien. Jawohl. Ja, ich hoffe, das können Sie sehen. Also es geht mir eher um die Hintergrundinformationen, um die Hintergrunddaten. Wie tickt die chinesische Volkswirtschaft? Und da kommen wir natürlich einfach in den Bereich der politischen Ökonomie hinein. Und Sie sehen schon, wo es hingeht. Weltwirtschaftliches Decoupling und nationale Neuorientierung. Gut. Und ich kämpfe gerade noch ein kleines bisschen hier mit dem. So, jetzt sollte es funktionieren. Here we go. Ausgangskonstellation. Drei Punkte möchte ich Ihnen hier zeigen. Beginnen wir mit den endogenen Strukturbrüchen, um zu verstehen, was momentan in China passiert.
Müssen wir ein kleines Stück zurückgehen. Wir haben endogene Strukturbrüche, die sich eigentlich seit Jahren angedeutet haben. Punkt 1, China ist ja seit der Reformperiode von Deng Xiaoping gewachsen über ein nachholendes Wachstumsmodell. Und das ist im Endeffekt ja ein Modell, wo Copy-Paste Volkswirtschaften erfolgreiche Modelle, Wachstumsentwicklungsmodelle aus anderen Volkswirtschaften übernehmen und adaptieren. Das hat China par excellence gemacht. 30, 40 Jahre lang hat China absorbiert, was es an Impulsen, an Ideen, an Templates aus dem Ausland gegeben hat, Geschäftsmodelle, Institutionen, Technologien etc. Punkt ist jetzt, da ist nicht mehr viel übrig. Ja, das heißt, die Wachstumsdynamik kann sich nicht mehr auf externe Impulse zurückziehen, sondern muss endogen geschaffen werden. Das heißt, wir brauchen jetzt endogene Innovation. Dann die demografische Dividende ist aufgezehrt. Das ist etwas, was bei uns oftmals gar nicht so wahrgenommen wird, aber weil wir die Deng Xiaoping-Ära, die Reform-Ära verbinden mit der Ein-Kind-Politik. Nun, aber wir wissen ja, dass demografische Effekte erst Jahrzehnte später wirklich greifen. Und vor der Ein-Kind-Politik Deng Xiaopings hatte Mao eine Politik laufen, die darauf ausging, möglichst viele Kinder pro Familie zu bekommen. Viele Kinder, gleich viele Arbeiter, gleich viele Soldaten. Ja? Und was wir gesehen haben während der ersten 30 Jahre des chinesischen Wirtschaftswunders, in Anführungszeichen, war, dass Jahr für Jahr der Pool von Erwerbsfähigen, ja, die Bevölkerung zwischen 15 und 60 Jahren, permanent angestiegen ist. Und zwar um mehrere Millionen pro Jahr. Und das ist seit 5 Jahren vorbei. Seit 5 Jahren haben wir diesen Effekt nicht mehr. Die erwerbsfähige Bevölkerung schrumpft. Ja, noch nicht die Gesamtbevölkerung, die wird erst Ende dieses Jahrzehnts schrumpfen, aber für uns entscheidend ist ja die erwerbsfähige. Und da schrumpft der Arbeitsmarkt bereits jetzt. Und das bedeutet, dass die demografische Dividende, wo Jahr für Jahr mehr Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt eingetreten sind und damit die Lohnkosten gedämpft haben, haben wir jetzt genau den gegenteiligen Effekt. Der Arbeitsmarktpool, der Arbeitskräftepool schrumpft. Und von daher steigen die Lohnkosten kontinuierlich an. Das heißt, die Idee China als Billiglohnstandort, als Werkbank der Welt ist durch, ist vorbei, wird nie wieder kommen. Ja, zumindest nicht dieses Jahrhundert. Dritter Punkt, nun, die ökologischen Kosten der Boomindustrialisierung haben mittlerweile einfach das Maß deutlich überschritten, was in der Gesellschaft akzeptiert wird. Und das heißt, dass jetzt der politische Entscheidungsträger, und das ist die Kommunistische Partei, erkannt hat, wenn wir jetzt nicht umsteuern, wenn wir jetzt nicht auf ein nachhaltigeres Wachstumsmodell ändern, untergräbt das unseren Machtanspruch, unsere Legitimität. Und von daher sehen wir auch, dass hier das Wirtschaftsmodell geändert werden muss hin zu stärker nachhaltigen Strukturen. Und vierter Punkt. Das ist im Endeffekt, Sie sehen das vielleicht, das soll die Smile Curve sein von Stan Shih, wo wir einfach die Wertschöpfungskette aufgeteilt haben. Hier haben Sie Produktdesign, Produktentwicklung, hier haben Sie Marketing, Branding etc. Und hier haben Sie Montage und Produktion. Und auf dieser Achse stellen Sie sich einfach mal vor, da steht einfach dann Wertschöpfungsanteil, Return on Invested Capital. Und da sehen Sie, das sind die Bereiche, wo die meisten Gewinne eingefahren werden, während die reine Produktion, die reine Montage sehr, sehr geringe Gewinnmargen mit sich bringt. Das ist aber genau der Bereich, in dem China die letzten 30 Jahre unterwegs war. Ja? Und da will man raus. Und zwar will das nicht nur die Parteiführung und die Regierung, sondern das wollen die Unternehmen auch. Das heißt, Chinas Volkswirtschaft, die individuellen Entscheidungsträger wollen rausgehen, innerhalb der Wertschöpfungskette wandern in die Bereiche, in denen wirklich hohe Gewinnmargen realisiert werden können. Sie sehen, wir haben im Endeffekt dann 4 große Punkte, 4 große Parameter, über die endogen ein Wandel, ein Bruch mit dem alten Wirtschaftssystem erzwungen wird. Dann die strategische Konfrontation, das ist das Thema, was uns ja seit 4, 5 Jahren umtreibt. Der massive Konflikt mit den USA, das ist etwas, was ich eigentlich auch angekündigt hatte. Wir haben gesehen, dass China sehr, sehr schnell, sehr, sehr rasant wächst
und dass einfach über die Größe der Volkswirtschaft 1,4 Milliarden Menschen irgendwann der Moment kommen wird, an dem China die Hegemonie Chinas der USA im globalen System in Frage stellen wird. Und das ist jetzt definitiv geschehen. China hat auf Kaufkraftparitätenbasis die USA bereits als größte Volkswirtschaft der Erde überholt. Auf Wechselkursbasis wird das in 7 bis 8 Jahren der Fall sein. China ist mittlerweile eine Volkswirtschaft mit erheblichem Innovationspotenzial oder Innovationskapazitäten. Die USA fühlen sich bedroht in ihrer globalen Vormachtstellung und niemand hat das deutlicher zum Ausdruck gebracht als Donald Trump. Und wir wissen, dass die Führung in Peking überrascht war. Sie war überrascht über die Konsequenz, wie die Trump-Administration das vorgetragen hat, in welchem Maße die Trump-Administration den offenen Konflikt gesucht und ausgetragen hat. Und man war darauf nicht vorbereitet. Ja, die ersten 2 Jahre hat Peking versucht, das noch irgendwie auszulavieren. Und erst dann, in der zweiten Hälfte der Trump'schen Amtsperiode, ist man wirklich dann eben in den Konflikt, muss mich zusammenreißen, nicht zu sagen Kriegsmodus, eingetreten und ist dann in dieses ganz heiße Spiel von Zollerhöhung, Retorsionsmaßnahme etc. eingetreten. Ja? So, also auch hier diese Konstellation erzwingt von China eine Modifikation des Wirtschaftsmodells und der gesamtwirtschaftlichen Aufstellung. Und als dritten Parameter haben wir einfach etwas, was wir in letzter Zeit auch in Deutschland verstärkt wahrnehmen. Seit fast 10 Jahren oder seit 8 Jahren ist Xi Jinping an der Macht. Ja. Er hat die Partei gedreht. Ja, die Partei als wirklich führende, die entscheidende Größe innerhalb Chinas. Und er will den Machtanspruch stärken. Sie sehen das hier, das ist ein Zitat, was immer wieder aufgebracht wird. Party, Government, Military, Civilian, Academic, East, West, South, North and Center, the party leads everything. Ja. Ich glaube, da braucht man eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Die Idee eines pluralistischen Systems oder einer Führungsgruppe, die gemeinsam das Land leitet, ist vom Tisch. Wir haben ein ganz stark zentriertes System, innerhalb dem Xi Jinping eindeutig vorgibt, was geschieht und wo die Zentralregierung bzw. das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei eindeutig vorgibt, was im Land geschieht. Also wir kommen aus diesem etwas stärker pluralistischen System heraus in etwas, was sehr, sehr viel stärker zentralisiert ist. Auch das führt natürlich zu Veränderungen im sozioökonomischen System. Gut, was geschieht daraus? Wie manifestiert sich das? Ich nenne das Conditional Decoupling. Ja, also eine bedingte Abkopplung Chinas von der Weltwirtschaft. Und zwar nicht unter den Konditionen eines Donald Trump, sondern nach Konditionen, die China selbst bestimmen möchte. Schauen wir uns das mal genauer an. Punkt 1. Es geht um eine Stärkung zentralstaatlicher Kontrolle und Steuerungskapazität. Machtergreifung ist ja in Deutschland leider ein Begriff, der ein bisschen anders belegt ist, aber verzeihen Sie mir, dass ich den da reingesetzt habe. Es geht tatsächlich darum, dass die Kommunistische Partei in einem Maße, wie wir es vorher sehr, sehr selten gesehen haben, Regierungsorganisationen zur Seite gedrängt hat und tatsächlich die Parteiführung oder die Staatsführung komplett an sich gerissen hat. Wir sehen eine Entmachtung von Regierungsorganisationen, zum Beispiel der Staatsrat, State Council, wird verdrängt in seiner Funktionstätigkeit, in seinen Funktionen durch diverse Leadership Small Groups. Und viele von denen werden direkt von Xi Jinping geleitet. Und das sind Parteieinheiten. Ja? Das ist keine Regierungsorganisation mehr, das ist eine Parteiorganisation. Ja? Und die bestimmen, die geben die Richtung vor, wie die Volkswirtschaft, wie bestimmte gesellschaftliche Themen weiterentwickelt werden sollen. Dann haben wir eine ganz klare Entmachtung von lokalen Entscheidungsträgern. China in der Reformphase war stark geprägt durch lokale Experimentierfelder, ja, lokale Pilotzonen und so weiter und so fort, wo einfach dann eben
im gesamten Land dann 5, 6, 7, 8 verschiedene Modelle ausprobiert worden sind und dann das Beste im Endeffekt auf nationaler Ebene ausgerollt wurde. Nochmal adaptiert, ein bisschen umgebaut und dann aber auf nationaler Ebene ausgebaut. Das ist jetzt momentan nicht mehr in dem Maße vorgesehen. Die Lokalregierungen sind erheblich zurechtgestutzt worden in ihren Befugnissen, in ihren Entscheidungsfreiräumen und die Zentralregierung übernimmt. Und Stärkung staatlicher Diskretion und Regulierung im Markt. So, das ist jetzt eigentlich gar nichts Schlimmes. Chinas Volkswirtschaft war über lange Jahre hinweg eigentlich relativ chaotisch und unterreguliert, ja, dass die Zentralregierung sehr geringe Staatskapazität hatte und kaum eigentlich steuernd in das eingreifen konnte, was auf lokaler Ebene geschehen konnte. In den 80er Jahren hat zum Beispiel die Provinz Guangdong komplett machen können, was sie wollte. Ja, dann später im zweiten Jahrzehnt war es dann Shanghai, die größere Freiheiten für sich in Anspruch nehmen konnten und so weiter und so fort. Ja, das ist jetzt vorbei. Mit Xi Jinping ist das durch. Wir haben eine deutlich größere Regulierungsdichte. Zentraler Punkt ist hier einfach, dass wir nochmal einfach betonen, die Partei übernimmt in ganz erheblichem Maße jetzt die Führung in der Volkswirtschaft. Dezentrale Freiheiten werden beschnitten und wir schreiten dann voran. So, ja, wir stehen am Beginn des neuen Fünfjahresplans und von daher ist es, glaube ich, wichtig, mal ein Wort zu den chinesischen Plänen zu sagen. Sie werden in einigen Monaten das finale Dokument des 14. Fünfjahresplans bekommen. Der wird ganz, ganz schnell ins Englische übersetzt werden. Und dann werden Sie sich den anschauen und sagen, pff, da steht ja nichts drin. Stimmt, da steht in der Regel nichts drin. Das ist im Endeffekt nur eine Blaupause, ein Businessplan, ein ganz allgemeines Dokument, in dem visionär dargestellt wird. Das sind ungefähr die Guidelines, die Rahmen, innerhalb derer die Volkswirtschaft sich in den nächsten 5 Jahren entwickeln soll. Das, was im Geheimen darunter liegt, was sehr, sehr schwer zu bekommen ist, außerhalb der betroffenen Gruppen und aus Deutschland heraus sowieso, das ist ein ganzes Universum an derivativen Plänen. Ja, wir haben diesen Flaggschiffplan, den kennen wir, und dann gibt es Hunderte und Tausende von Subplänen, Derivatplänen, die entlang der administrativen Hierarchie, entlang organisatorischer Kompetenzen, thematischer Bereiche und sektoraler Strukturen dann runtergebrochen werden. Ja, und ich habe ein kleines Problem mit meinem Bildschirm gerade. Ah, nee, wieder nicht. Naja. Und die dann eigentlich wirklich in die Nitty-Gritties, in die Feinheiten gehen. Und da wird dann erst richtig deutlich, welches Planungsdetail, welches Steuerungsdetail hier von Peking in die Volkswirtschaft hineingetragen wird. Und ich kann Ihnen sagen, das ist recht erheblich, was da an Steuerungsdetail reingegeben wird. Und dann natürlich, das wissen wir inzwischen, es wird die Dual Circulation, die doppelte Kreislaufwirtschaft, wird im Endeffekt zentrales Element des 14. Fünfjahresplans sein. Ich habe Ihnen einfach mal so eine chinesische Grafik reingelegt. Die ist jetzt ein bisschen unscharf. Aber das ist eigentlich ja schon symbolisch, weil alles, was wir über die Dual Circulation momentan wissen, ist auch sehr unscharf. Es ist ein Schlagwort, was in den Raum gesetzt worden ist. Die konkreten Inhalte, die konkreten Umsetzungen sind sehr ambivalent, stehen eigentlich in der Luft. Wir wissen nur, dass es im Endeffekt ein Konzept ist, was alte Inhalte eigentlich mit einem neuen Namen belegt und neue Gewichte legt. Es geht darum, dass der innere Kreislauf, also die Binnenwirtschaft, soll gestärkt werden. Das ist aber etwas, was wir eigentlich schon in den letzten Jahren gesehen haben. Das ist einfach eine Fortschreibung, eine Verstärkung eines bestehenden Trends. Natürlich geht es darum, die Binnennachfrage zu stärken, insbesondere den Konsum. Das ist eigentlich noch die größte Schwachstelle momentan in der chinesischen Konjunkturlandschaft. Es geht um eine Steigerung der national verfügbaren technologischen Kompetenzen und am besten die Schaffung von Autarkie in den nationalen Wertschöpfungsstufen, Wertschöpfungsketten. Weshalb ist das relevant? Das ist extrem relevant, weil wir kennen China zum Beispiel eben einfach als eine enorm erfolgreiche Volkswirtschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz,
In den Anwendungsmodellen, in der Umsetzung, Geschäftsmodelle von künstlicher Intelligenz ist China mit Sicherheit absolut führend. Ja, die Learning Machines, die Algorithmen, die hier laufen, ich denke, China ist da weltweit führend. Das Problem ist nur, China kann die Chips nicht herstellen, die darunter liegen. Ja, das heißt, das gesamte Ding steht auf ganz, ganz wackeligen, tönernen Füßen. Und das ist einer der Bereiche, das ist nicht der einzige, aber einer der Bereiche, in denen China im Grunde genommen abhängig ist vom Rest der Welt. Und die Trump-Administration hat das angefangen, die Biden-Administration führt es fort. Hier Technologie-Sanktionen, Technologie-Boykotte umzusetzen, die genau darauf abzielen, sozusagen, dass das chinesische Entwicklungsmodell eigentlich von seiner Lebenslinie abzuschließen. Ja? Und von daher diese enorme Betonung momentan hier auf Innovation, auf die Steigerung der eigenen nationalen technologischen Kompetenzen. Der äußere Kreislauf zielt dann darauf hinaus, dass man, solange es irgendwie geht, aus dem Ausland Kompetenzen, Technologien absorbieren möchte. Das sind auch die Bereiche, wo momentan gerade für deutsche Unternehmen noch erhebliche Möglichkeiten und Potenziale bestehen. Solange man noch etwas hat, was man China anbieten kann, was China sonst nichts bekommt, nirgends bekommt, USA fallen weg, die USA, Südkorea sind ebenfalls kooptiert von den USA, die deutsche Volkswirtschaft ist eigentlich der letzte ganz große Technologieträger, der für China noch zugänglich ist. Und das kann sich die deutsche Industrie mit Sonderkonditionen durchaus auch bezahlen lassen. Die Möglichkeit besteht. Jetzt mit dem neuen Investitionsabkommen sollte das sogar noch leichter sein. Ja, ob man das will, ist eine andere Sache, aber das ist etwas, was man betonen sollte. Und im Endeffekt läuft es aber genau darauf hinaus, dass damit dann letztlich natürlich die nationale Technologiekapazität gestärkt wird und man dann eben, nachdem man die Kompetenzen aus Deutschland, aus dem Rest der Welt absorbiert hat, man dann eben doch noch stärker national verankert und eigenständig ist. Und dann, hier ist es beziffert mit 2035, dann wieder auf höherer Ebene in den globalen Wertschöpfungsketten wieder einsteigt, noch stärker einsteigt, wieder zurück in die Weltwirtschaft und dort eben in einer führenden Rolle die globalen Wertschöpfungsketten mitgestalten und steuern kann. Ja, das ist ganz grob die Idee der doppelten Kreislaufwirtschaft, die nächsten Jahre definitiv bestimmen wird. Forcierter Ausbau nationaler Technologiekompetenz, ich habe es eben gerade angesprochen. Da gibt es bereits sehr spannende Projekte. Es gibt eine neue Infrastrukturinitiative. Sie sehen das hier, das läuft bereits über 6 Jahre hinaus, sollen hier 10 bis 17,5 Billionen Yuan ausgegeben werden. Die Zahlen stimmen. Das übersetzt sich in 1,3 bis 2,3 Billionen Euro. Ja, also wir reden über wirklich großes Geld. Und dieser Plan, ich finde ihn sehr, sehr spannend, der ist dreistufig. Es geht über eine Innovationsinfrastruktur, über eine Informationsinfrastruktur. Also hier haben wir erstmal die gesamten F&E-Einrichtungen, innovationsorientierte Industriezonen. Und dann geht es hier rein in 5G, IoT, Industrial Internet, KI, Cloud Computing, whatever. Und dann integrierende Infrastruktur. Ja, da geht es dann um die Hochgeschwindigkeitszüge, um die Schienensysteme innerstädtisch, Ladestationen für E-Fahrzeuge, Ultra-High-Voltage, Stromverteilung und so weiter und so fort. Das heißt, das ist nicht la polar, sondern das ist sehr, sehr zielorientiert, ganz klar fokussiert auf Anwendungsorientierung, Umsetzung im Business. Ja? Und das wird im Endeffekt eben auch nur funktionieren, wenn auch die Privatwirtschaft und die semi-private Wirtschaft mobilisiert und integriert wird. Das sehen wir noch deutlicher im Bereich der künstlichen Intelligenz. Hier habe ich Ihnen einfach ein paar Kacheln zusammengestellt. KI, führende Fluggans der nationalen Industrieentwicklung, das heißt, das ist Leitindustrie, die weitere Industrieentwicklung mitgestalten soll. Xi Jinping leitet eine Führungskleingruppe zu Cyberthemen. Wir haben inzwischen 15 nationale Teams, die eingerichtet worden sind von MOST,
Das ist das Ministry of Science and Technology. Und die sind konzipiert als offene Entwicklungsplattformen und werden, jede einzelne dieser 15 Entwicklungsplattformen wird nicht von einem Staatsunternehmen geführt, koordiniert, geleitet, sondern alles Privatunternehmen. Das sind alles Privatunternehmen, die in bestimmten Teilbereichen der KI-Operationalisierung agieren. Ja, ganz, ganz spannende Geschichte. Also auch wenn wir auf der einen Seite sehen, dass die Staatsunternehmen wieder gestärkt werden, gleichzeitig wird der private Sektor jetzt voll integriert in das Wirtschaftsmodell und wird dort integriert. Ja, zum Charakter der Privatunternehmen können wir uns gerne nachher nochmal austauschen. Als Fußnote kann man an dieser Stelle bereits festhalten, dass die Unternehmensführung, die Vorstände all dieser Privatunternehmen natürlich auch inzwischen alle Parteimitglieder sind. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Kollusion zwischen Unternehmensführung und Parteiinteressen. Dann haben wir eine Innovation gesehen in den letzten Jahren. Es gibt jetzt Government Investment Guidance Funds. Das ist eine chinesische Erfindung, mit der einfach Venture Capital, Wagniskapital neu eingesammelt und allokiert wird. Und für China entscheidend ist, es geht um staatliche und private Ressourcen. Nun gut, das überrascht uns nicht so, aber der zweite Teil überrascht uns, dass dieses Geld eben bereitgestellt wird, nicht nur für Staatsunternehmen, sondern eben auch für private Unternehmen, solange diese eben den staatlichen Zielen, den Entwicklungszielen konform gehen und wie SenseTime, wie iFlyTech hier agieren. Ja. Also wir sehen etwas, was wir in der Vergangenheit nicht gesehen haben und was meines Erachtens ein wichtiger Schritt ist, um die chinesische Volkswirtschaft zu stärken, um das gesamte unternehmerische Potenzial, was in der Volkswirtschaft vorhanden ist, zu mobilisieren in dem durchaus auch sehr stark nationalistisch geprägten Impetus. Ja, wir zeigen es jetzt den Amerikanern und wir führen unsere Volkswirtschaft, unsere Nation zu neuer Größe und wir gewinnen den Innovations- und Wirtschaftswettlauf. Nicht? Dazu kommen hier die Zentrale Arbeitskonferenz zur Volkswirtschaft, des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, die verlangen jetzt die massive Investitionstätigkeit im Bereich Grundlagenforschung etc. Gut. Dann geht es natürlich um die Sicherung des Zugangs zu ausländischer Expertise. Ich hatte eben angesprochen, es gibt bestimmte Blanks, gibt Stellen, Bereiche, wo die chinesische Volkswirtschaft einfach nicht die Technologie besitzt. Ein ganz, ganz interessanter Zug war von daher die Gründung von RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Das ist im Endeffekt ASEAN plus China plus Südkorea plus Japan, Neuseeland, Australien. Ja, und das Ganze ist ja vorangetrieben worden, nachdem die Amerikaner gesagt haben, TPP wollen wir nicht. Dann haben die Ostasiatischen mit einigen amerikanischen Staaten gemeinsam CPTPP gegründet. Ja, Sie sehen auch hier wieder, also wer von Ihnen im Marketing tätig ist, aber die Kraft des schönen Begriffs für etwas, was eigentlich minderwertig ist oder weniger wert ist als das, was man vorher hatte. Anstelle von Trans-Pacific Partnership haben wir jetzt Comprehensive and Progressive. Das klingt besser, oder? Agreement for Trans-Pacific Partnership. Hier haben wir jetzt, ja, das hat im Endeffekt erst ermöglicht, dass RCEP entsteht. Dann haben die Amerikaner noch Indien rausgedrängt und damit war der Weg komplett frei. Das ist jetzt China als eine wichtige führende Nation innerhalb dieses Verbundes. Und das Spannende ist, dass über diesen Integrationsraum China jetzt Zugang hat zu Industriestaaten über einen Integrationsraum, den es vorher nicht hatte. Ich rede insbesondere von Südkorea und Japan plus dem gesamten ASEAN-Raum, in dem man jetzt ganz, ganz anders seine alten lohnintensiven, arbeitsintensiven Prozesse auslagern kann und die Fertigprodukte dann mit 0 Zoll im Zweifel zurück importieren kann. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, mit dem China seine internationale Position, internationale Aufstellung massiv gestärkt hat. Und dann über das EU-China-Investment-Abkommen lassen wir uns momentan nicht groß viel darüber reden. Es war ein smarter Move.
seitens der Chinesen, die für sich kommunizieren können, dass sie Europa aus der Gängelung der USA herausgezogen haben, dass die Europäer etwas gemacht haben, ohne, obwohl die Amerikaner gesagt haben, nee, lass das lieber sein. Und die Europäer haben aber im Endeffekt ihren Governance-Anspruch und ihre Ideen, wie europäisch-chinesische Wirtschaftsbeziehungen zu gestalten sind, im Endeffekt in einem Maß umgesetzt, wie es sonst nicht möglich gewesen wäre. Und ich denke auch ein Signal an die USA gesendet. Wir sind noch da, wir sind nicht alleine nur ein Mitläufer hinter euch. Also das ist viel, viel Symbolpolitik, weil konkret steht tatsächlich nicht allzu viel drin, aber es ist ein wichtiger Schritt und stärkt relativ natürlich das Verhältnis Europa-China. Ist noch nicht ratifiziert. Langfristige strategische Positionierung auf dem Weltmarkt. Auch das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und da spielen natürlich hier RCEP und das Investmentabkommen eine wichtige Rolle. Aber noch viel wichtiger, noch viel entscheidender ist im Endeffekt natürlich die neue Seidenstraßeninitiative. Die ist zu verstehen, nicht einfach nur als der Aufbau von einigen neuen Transportkorridoren von China nach Europa hinein. Dann wäre die Story eigentlich schon vorbei. Ja, wir haben immer noch eine Situation, das wird sich auf Jahre hinaus nicht ändern, dass deutlich über 90% des europäisch-chinesischen Güterhandels per Schiff erfolgt. Eisenbahn ist momentan bei 1%, 2%, geht maximal auf 3% hoch, dann sind die Kapazitäten durch. Das ist nicht die Story. Die Story dahinter ist, dass hier einfach ein Gewebe geschaffen wird, ein Transport- und Logistikgewebe, mit dem einfach hier Industriezentren zusammengeschaltet werden. Ja, ich komme nachher nochmal darauf zurück. Entscheidend ist hier, dass hier ein neues industrielles Fabric, Industrial Fabric, industrielles Gewebe geschaffen wird unter der Führung chinesischer Konzerne und chinesischer Politik. Ja, ich denke, das ist auch etwas, was wir nachher nochmal andiskutieren können. Und Sie sehen aber schon, worauf es im Endeffekt mir hier insbesondere ankommt. Sie sehen dieses Gewebe, was hier entsteht. Und diese Punkte hier, das ist nur ein Ausschnitt einer Karte eines der chinesischen Betreiber von Industriezonen. Es gibt inzwischen ca. 100 Industriezonen, die entlang der Häfen und Eisenbahnstationen gegründet worden sind von Chinesen mit chinesischem Kapital und die geleitet werden, organisiert werden, betrieben werden von einer hier semi-staatlichen Einrichtung, China Chamber of Commerce, Machinery and Electronic Products, aber auch zum Beispiel von der China Merchants Bank etc. Das sind Industriezonen. Wie gesagt, wir reden über 100 Stück, die entlang der Eisenbahntrassen, entlang der Häfen, in Verbindung mit anderen Infrastruktureinrichtungen geschaffen worden sind, wo chinesische Standards, chinesische Ankerunternehmen reingehen und wo dann vor diesem Hintergrund einfach ein institutioneller Transfer stattfindet. Ja, wir sehen, dass hier eine Sinisierung von Wirtschaftsordnung, von Governance-Strukturen stattfindet. Ja, wir reden über Geschäftsusancen, wir reden über Governance Best Practices, Verfahrensstandards, Auftragsgabeverfahren, Arbeitsmarktregulierung. Natürlich reden wir über die Währung als Faktorierungswährung, als auch als Reservewährung. Ja? Das heißt, hier wird in erster Linie der US-Dollar natürlich verdrängt, aber auch der Euro hier im osteuropäischen und westzentralasiatischen Bereich wird verdrängt. Ja? Und das ist natürlich etwas, was für die chinesische Seite sehr, sehr wichtig ist. Nicht? Wenn wir hier davon sprechen, dass technische Normen sinisiert werden, dann sprechen wir im Endeffekt über etwas, wo Deutschland und deutsche Unternehmen ja jahrzehntelang eine führende Rolle hatte. Unsere Maschinenbauer, unsere Anlagenbauer haben im Endeffekt ja nicht nur ihre Anlagen, Maschinen verkauft, sondern damit transportiert sind eben auch technologische Standards, DIN-Normen, whatever. Ja, und das ist etwas, das führt zu Pfadabhängigkeiten. Das führt dazu, wenn Sie einmal so eine Anlage verkauft haben, dass Sie auf Jahrzehnte hinaus Folgeaufträge erwarten können, ja, weil das eben diese technologischen Standards sind. Wenn wir da jetzt rausgedrängt werden und wie wir sehen, geschieht das und die Chinesen hier ihre Normen, ihre Standards etablieren, dann sichert das im Endeffekt chinesischen Unternehmen, der chinesischen Volkswirtschaft enormes Folgegeschäft in den nächsten Jahrzehnten.
Ja, das ist meiner so ein ganz, ganz wichtiger Parameter der neuen Seitenstraße, den wir unbedingt im Blick haben müssen. In der Bewertung, in der Einschätzung dessen, was passiert. Und letztlich natürlich, und das ist natürlich eine ganz, ganz aktuelle Sache, wenn es um langfristigen globalen Einfluss geht, spielt China auch auf jeden Fall die Softpower-Karte aus und sie spielt es sehr, sehr intelligent aus. Sie sehen hier eine Karte von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die einfach mal abgetragen haben, in welchen Weltregionen, in welchen Ländern China Corona-Vakzine, Covid-19-Vakzine verschenkt, verkauft hat, beziehungsweise Rohstoffe hingeliefert hat, die dann dort vor Ort aufgearbeitet werden, etc. Das ist erheblich. Ja, das ist ein erheblicher Umfang. Und China tut das momentan sehr, sehr bewusst und mit erheblichen Kosten. Wir haben momentan eine Situation, wo China in China selber genauso viel an Impfstoff verimpft hat, wie es an Impfstoff verschenkt hat. Ja, wir reden da jeweils von ca. 50 Millionen Dosen. Ja, Stand vor ca. einer Woche. Ja, das heißt, gut, man kann sich das im Zweifel leisten, weil die Pandemie in China deutlich effizienter bekämpft worden ist als bei uns und die Ergebnisse deutlich besser sind. Aber es ist ein ganz klares Signal und China tut es in der Regel mit bilateralen Abkommen, mit einem erheblichen diplomatischen Aufwand. Tue Gutes und rede darüber. Das ist eine Maxime, die China definitiv in die Hand nimmt. Etwas, was wir ja nicht tun. Nicht? Auch Deutschland, Amerika sind sehr, sehr aktiv in COVAX und anderen Initiativen drin, wo eben dann Vakzine an Drittweltländer frei oder zu reduzierten Kosten weitergegeben werden. Im Zweifel ist es so, dass die westlichen Industriestaaten hier deutlich mehr zur Verfügung stellen, aber die Welt weiß nichts davon. China ist hier sehr, sehr viel aktiver und nutzt das als ein politisches Instrument zum Erwerb von Einfluss, von Goodwill und zur Ebnung einfach des Zugangs in der Zukunft. Nun, lassen Sie mich zum Abschluss einfach noch ein paar Worte zu Deutschland sagen. Wo steht denn dann Deutschland vor diesem Hintergrund? Nun, wie viel Decoupling können wir uns denn leisten? Ja, das sind Daten, die hat Merix erhoben vor kurzem. Und ehrlich gesagt, das sieht ja alles nicht so wild aus. Nicht? Wir haben so, meistens sind das relativ exotische Produkte, wo wir enorme Abhängigkeiten haben, mit einigen wenigen Ausnahmen. Das sind natürlich die seltenen Erden. Ja, da bezieht Europa, das sind Zahlen, die sich jetzt auf Deutschland beziehen, wenn wir auf Europa gehen. Doch ist auch Europa hier. Dann haben wir bei seltenen Erden ungefähr einen Anteil von 98% der Importe, die aus China kommen. Ja, und seltene Erden brauchen wir für alles, was irgendwie technologisch ein bisschen anspruchsvoller ist. Dann haben wir eine enorme Abhängigkeit von China und Indien, also beiden zusammen, im Bereich von pharmazeutischen Grundstoffen. Und das sind Abhängigkeiten, die auf 10 Jahre nicht zu revidieren sind. Da ist einfach die Kompetenz, da ist die gesamten Anlagen sind einfach nicht mehr da. Ja, da brauchen wir 10 Jahre, um das wieder aufzubauen. Und dann haben wir eben eine Abhängigkeit im Bereich Elektronikprodukte, vieles davon Haushaltselektronik, Konsumgüter. Da würde ich sagen, das ist nicht so wild. Ja? Insgesamt würde ich sagen, das ist jetzt nichts, wo man vor Unruhe nicht mehr schlafen kann. Das ist unschön, da sind Abhängigkeiten aufgebaut, aber das sind Abhängigkeiten, die aufgebaut worden sind vor dem Hintergrund einer globalen Arbeitsteilung. Ja, wenn man globale Arbeitsteilung ernst nimmt, dann hat man Spezialisierungsvorteile, dann spezialisiert man sich und gibt bestimmte Kompetenzen ab, weil man des festen Glaubens ist, dass man sie zu fairen Preisen einkaufen kann. Ja, wenn wir jetzt in ein System hineinkommen, wo das unterbunden ist, dann müssen wir das System ändern. Ja, aber das ist entstanden, diese Abhängigkeiten in einem sich globalisierenden System, in dem man glaubt, dass derartige Abhängigkeiten einfach dazu gehören und unproblematisch sind. Das ist das, was vielleicht ein bisschen kritischer ist. Der Umsatzanteil der deutschen DAX 30 Unternehmen realisiert in China liegt momentan so circa bei 15%, oder liegt über 15%, mit einigen Playern deutlich drüber. Ne?
Volkswagen über 40, Infineon 39, BMW 32, die gesamten Automobilbauer mit fast einem Drittel oder drüber, Adidas 22, Siemens 14, andere deutsche Firmen nicht im DAX, dann haben sie eine Extron, die bei 59% liegen, Siltronic, ja, 29 und dann noch ein paar andere. Das heißt, wir haben hier doch eine ganze Reihe von auch großen deutschen Unternehmen, die erhebliche Umsatzanteile in China haben und die von Decoupling oder Secondary Sanctions, die zum Beispiel von den USA ausgesprochen werden, wo es heißt, es kann nur einen geben, entweder ihr bedient den chinesischen Markt oder den amerikanischen Markt, entscheidet euch, die dann definitiv vor einer Lose-Lose-Situation stehen, weil beide Märkte eben enorm wichtig sind. Wenn wir uns das aber nochmal anschauen, ich meine, wir haben eben darüber gesprochen, wie groß die chinesische Volkswirtschaft bereits ist und was für eine Wachstumsdynamik da liegt. In einem Nicht-Krisenszenario, in einem Szenario, in dem nicht die USA und China sich an die Kehle gehen und um die globale Hegemonie kämpfen, sind das eigentlich Umsatzanteile, wo man sagen würde, das entspricht den Marktbedingungen. Ja? Dass eine Adidas 22% seines Gesamtumsatzes in China macht, halte ich eigentlich eher für ein gesundes Phänomen. Ähnliches gilt für mich für Covestro, Dürr, Osram, ja, um die 20%. Das entspricht der Marktgröße. Ja? Das entspricht einfach einer gewichteten Allokation des Geschäfts über die Weltwirtschaft. Ja? Also, das sind keine Sachen, wo man sagen muss, hier hat sich die deutsche Volkswirtschaft über Jahre und Jahrzehnte hinweg komplett in die falsche Richtung entwickelt. Nein, man hat das gemacht, was sinnvoll war vor einem Friedensszenario und einer im Globalisierungsprozess bestehenden System. Fassen wir es zusammen, wo stehen wir? Meines Erachtens ist die Option für Deutschland ein Conditional Engagement. Ja, für China hatten wir ein Conditional Decoupling, was ich identifizieren würde als die aktuelle chinesische Strategie. Für Deutschland, glaube ich, brauchen wir ein Conditional Engagement. Das heißt, wir müssen... was ist das jetzt? Und schauen, wo sind Abhängigkeiten, wo ist es ungesund in einem globalen System, was etwas rauer sich gestaltet. Auf der Importseite, glaube ich, sind wir relativ auf der sicheren Seite. Wir haben wenig grundsätzliche Abhängigkeiten. Ich habe eben ein paar Ausnahmen genannt. Wir haben in Deutschland eine Neuorientierung. Wir haben Systemrivalität. Und wir sehen sehr, sehr deutlich den Aufbau von institutionellen Luftschleusen. Ja. Systemrivalität ganz einfach vor dem Hintergrund, wir haben über Jahrzehnte hinweg ein Modell gespielt, das nannte sich Wandel durch Handel und das basiert auf der Idee, dass wir sagen, okay, wir haben dort eine andere Volkswirtschaft, die ist anders als wir, die hat keine Marktwirtschaft, die spielen unfair, die diskriminieren unsere Unternehmen, die subventionieren ihre eigenen etc. etc. Wir nehmen das hin. Wir fördern sogar das Engagement unserer Unternehmen, sich mit diesen Unternehmen auseinanderzusetzen, weil wir sagen, unser Ordnungsmodell ist besser und unsere Unternehmen sind stärker. Ja, die können das ab, wenn die mal ein paar Jahre lang diskriminiert werden. Und die Chinesen werden das sehen und die werden sehen, dass wir überlegen sind und die werden sich dann immer weiter uns anpassen. Das heißt, ein Konvergenzprozess findet statt. Ja, und Wandel durch Handel hat ja auch jahrzehntelang sehr, sehr gut funktioniert. Es hat in Osteuropa wunderbar funktioniert. Es hat auch drei Jahrzehnte lang in China funktioniert, nur inzwischen eben nicht mehr. Ja, Wandel durch Handel mit Richtung China ist tot. Ja, das findet nicht mehr statt. Stattdessen sehen wir, und das hatte ich ja eben versucht zu zeigen mit den Sonderwirtschaftszonen entlang der neuen Seidenstraße, findet momentan ein Modell von Wandel durch Handel statt, was von China ausgeht und entlang der Seidenstraße sich nach Westen bewegt. Ja? Das heißt, wir sind momentan konfrontiert mit einem sehr erfolgreichen chinesischen Modell, was sich immer weiter verbreitet und insbesondere eben die neue Seidenstraße. Und was wir tun ist, wir schützen jetzt unser Wirtschaftssystem durch institutionelle Luftschleusen. Das ist zum Beispiel die Revision des Außenwirtschaftsgesetzes, der Außenwirtschaftsverordnung,
das Lieferkettengesetz, die Initiative auf der europäischen Ebene, Subventionen neu zu bewerten und so weiter und so fort. Ja, das geschieht. Ja, ich werte das nicht als Protektionismus, ich werte das einfach als eine Maßnahme, mit der man die Funktionsfähigkeit der eigenen Volkswirtschaft versucht zu schützen vor systemfremden Elementen. Das ist eine Maßnahme. Wir werden uns definitiv überlegen müssen, wie Lieferketten diversifiziert werden können, inwiefern einseitige Abhängigkeiten sich auflösen lassen. Wir werden darüber diskutieren müssen, inwiefern bestimmtes Produktions-Know-how und Produktionsanlagen zurückgeholt werden können. Das haben wir ja teilweise schon vorher gesehen, zum Beispiel in der Textilindustrie, in der Bekleidungsindustrie haben wir ja gesehen, wie hier schon in den letzten Jahren erhebliche Rückholprozesse stattgefunden haben. Aber das damals angestoßen durch Marktprozesse, dass man gesagt hat, okay, die Produktionskosten sind gar nicht so der relevante Faktor, es sind die Transportzeiten, die Möglichkeiten, Sortimente auszuwechseln, etc. Nicht? Nehmen Sie Jack & Jones, die haben mehr Sortimente im Jahr, als das Jahr Monate hat. Das heißt, alle drei Wochen wird das Sortiment ausgewechselt. Ja? Und wenn Sie da flexibel auf Marktbegebenheiten reagieren wollen, dann brauchen Sie die Produktion vor Ort. Das ist auch geschehen. Ja? Also ganz viel Bekleidung, Schuhindustrie ist zurückgekommen nach Europa vor diesem Hintergrund. Und wir werden uns überlegen müssen, inwiefern derartige Rückholung eben auch in anderen Bereichen möglich ist. Im Exportbereich haben wir erhebliche Abhängigkeiten und da besteht unter Umständen tatsächlich ein gewisses Hold-up-Dilemma, dass man zu einseitig abhängig ist von einem zentralen Markt. Frage wäre hier, inwiefern es möglich ist, neue Märkte zu erschließen entlang der Seidenstraße. Europa ist aufgefordert, das EU-Japan-EPA mit Leben zu füllen. Zugang zum RCEP, Integrationsraum Südostasien, ist bestimmt eine ganz, ganz spannende Geschichte, die man hier auch machen kann, ohne sich mit China zu überwerfen. Diversifizierung ist hier, glaube ich, ein wichtiger Aspekt und die Nutzung dessen, was an alternativen Märkten global zur Verfügung steht. Und letztlich, tja, F&E-Innovation, das ist vielleicht das ganz große neue Gefangenendilemma. Nicht? China ist innovationsstark. Ja, globale Technologiestandards werden zunehmend in China determiniert. Große Pilotflotten, Testflotten werden in der Regel in China gefahren. Die fahren gar nicht mehr bei uns, die fahren in China. Ganz andere Datenumwelten, ganz andere Möglichkeiten, Daten zu erheben und zu verarbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, viele deutsche europäische Unternehmen sind eigentlich gezwungen, nach China zu gehen und dort auch F&E zu machen, Innovation zu betreiben. Das heißt, nicht dabei sein bei Chinas Aufstieg zur Innovationsmacht geht faktisch nicht. Ja, wir werden uns überlegen müssen, wie können wir das gestalten und in der Systemrivalität. Ja, auf der einen Seite unsere Entwicklungsvorsprünge zu bewahren, unsere Wettbewerbsvorteile zu bewahren, auf der anderen Seite aber eben uns zu engagieren innerhalb des chinesischen Systems und aus dieser Position heraus auch die Entwicklung innerhalb des chinesischen Systems zu steuern und insbesondere eben auch Einfluss zu nehmen auf die Standards, die dort entstehen, nicht, dass sie dann komplett inkompatibel werden zu dem, was für uns relevant ist. Ja, wir sehen, ich glaube, wir stehen vor einer ganz, ganz erheblichen diplomatischen und unternehmerischen Aufgabe, die zu lösen mit Sicherheit nicht einfach sein wird. Mein letztes Chart. Das Chart ist entwickelt worden, um zu sagen, dass die chinesische Partei die Wirtschaftszahlen in China, die Statistiken fälscht. Vergessen Sie das, ich glaube, das ist eine irrelevante Größe. Ich finde, das Chart ist aber genauso schön, einfach um zu zeigen, die chinesische Partei steuert die chinesische Volkswirtschaft und mit einer Kapazität, meines Erachtens auch mit einer Smartness, wie wir es seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Wir haben definitiv in China eine Volkswirtschaft, eine Gesellschaft, die zunehmend illiberal werden, die allerdings intelligent geführt werden, die auf einem intelligenten Entwicklungspfad draufgesetzt werden und die uns vor erhebliche Herausforderungen stellen in den nächsten Jahren. Auch vor dem Verhältnis zu den USA. Stichwort, wie gesagt, falls wir vor die Wahl gestellt werden, es kann nur einen geben, China oder USA, ist das für uns eine schlechte Wahl. Da können wir im Endeffekt nur verlieren. Gut, vielen Dank.
Ich freue mich auf die Diskussion und nehme an, Sie haben ein paar Fragen.